Hallo und herzlich willkommen bei Tales and More, heute zu einem neuen Video und damit zu einem Test. Und das hat die Marin ja auch schon gemacht und einfach herausgefunden, welches Buch soll man denn so lesen und welches Buch ist vielleicht gerade genau das Richtige für mich. Das möchte ich unbedingt mit euch herausfinden und deswegen habe ich mein Handy hier dabei und möchte mit euch eben gucken, welches Buch zu mir passt und welches Buch ich einfach lesen sollte demnächst. Denn ich muss ja sagen, im Moment lese ich zwar wieder sehr, sehr viel, aber ich brauche immer wieder Buchtipps und deswegen sollten wir ganz, ganz schnell den Test beginnen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe hier mein Handy offen mit dem Test. Das kann ich euch auch hier einblenden. Ich glaube, so hat es genug Platz. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Und wir fangen einfach an mit der ersten Frage. Und zwar, was für ein Genre soll das Buch haben? Fantasy, Horror, trauriger Roman, Action bzw. spannend oder Liebesgeschichte? Ich glaube, ich bin gerade wirklich sehr in der Laune nach einem Actionbuch oder einem sehr, sehr spannenden Buch. Das fände ich gerade echt cool. Also Action bzw. spannend. Dann, wie lang soll das Buch etwa sein? Mittellang, mittellang, kurz, mittel, lang, mittel. ich würde sagen mittel bis lang. Das erste. Wer soll die Hauptfigur sein? Egal. Egal, eher Mädchen oder Frau. Mädchen oder Frau. Egal, eher Junge oder Mann. Egal, eher Mädchen oder Frau. Irgendwie habe ich dieses Gefühl, dieses Quiz ist vielleicht ein bisschen uneindeutig, aber wir werden weiter testen. Also, ich würde sagen, egal, aber eher Mädchen oder Frau. Ich habe irgendwie Lust auf so einen traurigen Roman mit einer Frau, die vielleicht sich beweisen muss und dann irgendwie gegen alle und jeden irgendwie ankommt. Und darauf hätte ich jetzt echt Lust. Okay, wie realistisch soll das Buch sein? Realistisch. Sehr realistisch. Egal. Mit Fantasie. Eher realistisch. Also ich würde sagen, schon realistisch. Ohne sehr realistisch, sondern eher so eher realistisch, aber schon eher realistisch. Fünfte Frage. Soll das Buch schön zu lesen sein? Oder traurig oder gruselig? Eher lustig und schön mit Happy End. Soll schön sein, aber kann auch manchmal anders sein. Soll schön traurig sein, eigentlich lieber nicht, gruselig ist immer gut. Was, glaube ich, auch am ehesten dazu trifft, ist, soll schön sein, aber kann auch manchmal anders sein. Ich finde, das klingt cool. Das klingt so nach einem sehr, sehr coolen Buch. Das klingt nach einem Buch, was ich vielleicht noch nicht gelesen habe, aber vielleicht in meine Sammlung mit aufnehmen sollte. Gucken wir mal weiter. Soll es nur ein Buch sein oder eine Buchreihe? Ich hätte mal wieder Lust auf so einen Zweiteiler. Also können ruhig 2 bis 3 sein. Die Handlung soll abgeschlossen sein, wenn es geht. Eigentlich lieber nur ein Buch. Weniger ist mehr. Sehr viele Bücher sind immer gut. Ich würde sagen, sagen wir mal, die Handlung soll abgeschlossen sein, wenn es geht. Und wenn nicht, dann haut noch einen zweiten Teil raus. Dann ist es vielleicht genau mein Buch. Soll das Buch bekannt sein oder ist das egal? Solange ich es noch nicht gelesen habe, ist mir egal. Ich will das Buch als erste Person lesen, kommt auf das Buch an oder lieber unbekannt. Mir ist das egal, bei mir zählt das Buch, also ist mir egal. Soll das Buch in der heutigen Zeit spielen? Lieber jetzt, aber mal in der Vergangenheit, ist doch egal. Tragödien gab es schon immer, lieber heute. Oder kann ruhig damals spielen. Also ich finde es lieber heute. Soll es um Alltägliches, auch wenn es übernatürlich ist, gehen? Ja, der Alltag von Gedankenlesern, klar. Muss nicht sein. Nee, ja doch. Also ich würde sagen, schon so, ja doch. Kann auch, ja. Ja, auf jeden Fall. Wähle Emojis. Okay. Wähle Emojis. Ich glaube, ich weiß nicht, welches das ist. Ich glaube, ich will das Pinke. Ich glaube, das sieht so lustig aus, nach so einer lustigen Liebesgeschichte. Wie soll der Hauptcharakter sein? Oh, es ist die letzte Frage. Wie soll der Hauptcharakter sein? Anders oder hoffnungsvoll? Wissbegierig oder unachtsam? Verloren oder ängstlich? Schüchtern oder traurig? Glücklich oder neugierig? Ich finde wissbegierig und unachtsam. Das finde ich cool. Das finde ich ist eine sehr, sehr coole Mischung. Auswertung. Also, wir werten das jetzt aus. Welches Buch soll ich lesen? Die Auswertung. Zu 36% sind Du magst spannende Bücher. Wie wäre es mit Die verborgene Kammer oder Benutzt? Das kenne ich tatsächlich noch gar nicht.
Oder ein ganzes halbes Jahr. Oder Bücher von Susan Mallory, zum Beispiel Before We Kissed. Also, ihr Ergebnis war nicht eindeutig. Ich bin auf jeden Fall unbestimmt. ich würde sagen, Before We Kissed werden wir einfach gleich mal bestellen und dann werden wir zusammen gucken, ob mich das überzeugt, ob das Quiz recht hatte. Before We Kissed. Oh, jetzt finde ich es aber nicht. Aber ich werde das Video, das, aber ich werde das Buch auf jeden Fall bestellen, euch dann up to date halten. Ich bin gespannt, ob ihr auch diesen Test gemacht habt. Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß im Lesen und einen wunderschönen Tag. Ciao.